Hallöchen und willkommen zurück zur nächsten Episode vom Landwirtschaftssimulator 2013. Wie gesagt, wir hauen direkt die nächste Folge hinten dran und machen wir hier weiter mit dem Geldscheffeln, weil es läuft gerade so gut mit diesen Missionen, finde ich jedenfalls. Das lohnt sich richtig, hier auf 5 Minuten runterzuschrauben. Aber warum habe ich das nicht früher gemacht? Stimmt, weil ich es nicht wusste. Egal. Wir sind jetzt hier bei der nächsten Episode dran, der nächsten Mission. Wir holen uns jetzt wieder knappe 5000. Und ich sag mal, dann schaffen wir es vielleicht noch in dieser Aufnahme, den... wie heißt er schnell? Uns einen Ladewagen zu holen. Der ist jetzt das nächste Ziel. Der Ladewagen. Wir holen sie klein für 90.000. Damit der Stroh auch endlich mal Wert hat für uns. Denn jeden Cent können wir gebrauchen. Ja, und das Gras hier, was wir hier abmähen, können wir dann auch endlich verticken. Hier vielleicht nicht verticken. Ich sag, wir testen es, ob wir es in unseren Strohschober da reinkippen können, ob der das haben will, der uns dafür Geld gibt. Wenn er uns dafür Kohle gibt, ist schön, dann kriegen wir sogar doppelt Kohle hier für diese Rasenmähermission. Und ansonsten knallen wir alles in den Futtertrog bei den Kühen rein. Dann haben wir da schon mal vorgesorgt. Mal gucken, wie viel da reingeht. Bis Maximum. Und wenn nicht, knallen wir einfach ein Lager bei der BGA voll damit. Dann machen wir halt Grassilage. Wenn das geht. Wir werden es herausfinden. Denn bisher habe ich da eigentlich bloß Maishäcksel reingeschmissen. So, in der Zwischenzeit, ja, was pflanzen wir jetzt? Die sagen, ja, schon Raps. Also wir nehmen jetzt wieder Raps erstmal für die nächste Fuhre. Das wird auf 20.000 vielleicht kommen, Pi mal Daumen. Das sind denn 20.000 fürs Konto. Und ja, die 20.000 haben oder nicht haben, ne? Wäre natürlich noch cool, wenn Raps verbunden wäre mit einem guten Preis und dann auch mal eine große Nachfrage. Weil ich glaube, große Nachfrage kommt echt nur bei schlechten Preisen. Hier kriegen wir auf jeden Fall den vollen Zeitbonus, kann das sein? So, mit dem fahren wir schnell die Ränder nochmal ab. Zack, die Knöpfe. Hier hat das ganz sauber gemacht, die ganze Zeit lang. Da vorne hat er geschludert. Ich frag mich eigentlich jedes Mal, warum. Da habe ich jetzt geschlampt. Ja, meine Frage in Bezug auf das Stroh vom Raps. Also es ist wohl zu holzig, kann man sagen, zu holzig, um es als Stroh in der Form zu verwenden, wie es das von Weizen und Gerste gemacht wird. Deswegen wird es direkt klein geschreddert. Feld ist damit abgefrühstückt. Ach, kurz Kopfjucken. Zack, leer machen.
unseren Anhänger lassen wir mal kurz hier stehen. Dann schnappen wir uns hier nämlich schon die Sämaschine, schicken den schon mal auf Arbeit. So, der hat ja sein Gewicht vorne dran. Das reicht ihm. Das sind, glaube ich, immer so um die 750 Kilo, die vorne dran hängen. Müssten es, glaube ich, sein. So, Helferlein. Der braucht keinen Anhänger, obwohl doch, wir ziehen gleich den Hänger hinter uns her. Wir testen mal. Wir werden es ja sehen. Ist jetzt bloß mal ein bisschen instabil bei der Lenkung. Denn da ich das jetzt vorne zu viel Gewicht auf der Vorderachse hat, tanzelt der mit der Hinterachse. Hui, das war nicht geplant. Entschuldigung. Den Lackkratzer wollte ich eigentlich nie machen. Komm schon, komm schon, komm schon. Dreh dich, dreh dich, dreh dich. Ja, da blinkt immer noch auf dem PDA die große Nachfrage für die Kartoffeln. Aber ganz im Ernst, es lohnt sich nicht. Das sind zweimal, das sind 1400, die wir kriegen. Auf die 1400 kann man ja auch mal getrost, ne? Wie sagt man so schön? Aufgeschissen. Das lohnt sich nicht. Okay, der Vorteil von dem größeren Mähdrescher wäre auch, der ist schneller als die Kiste. Denn das ist echt lahm, was der hier fabriziert. So, wir schalten mal wieder hier auf 5 Minuten, speichern schon mal und weiter geht's. Weil wir haben jetzt eh nichts mehr zu tun, solange wir die 5 Minuten nicht rum sind. Der da kann gemütlich eine Runde grubbern und säen für die nächste Rapsfuhre. Die machen wir schnell leer und parken ihn schon mal, wo er hingehört. Wo auch gleich unserem fleißigen Helfer nicht im Weg steht, vor allem. Irgendwie werde ich müde. Entschuldigung. Es war nicht eingeplant. Das Gegähne. Aber naja. Los, fahr, los, fahr, los, fahr, fahr. Ja, leider gibt es auch noch nicht meinen kleinen Favorite-Mod, den ich gern hätte für den 2011er. Und zwar die Fahrzeuge von der Firma Fortschritt. Also Fortschritt, weiß gar nicht, was ist ein VEB? Volkseinerbetrieb, also was VEB, Fortschritt? Ich weiß es nicht. Die sich da ein bisschen besser auskennen. Ihr könnt mir bestimmt sagen. War das eine VEB? Also wo es denn die Traktoren, die ZT-Traktoren gab und auch die passenden Häcksler, die Selbstfahrer. Und die Schwartmeer. Sah im Prinzip für die, die das nicht kennen, die noch nie gesehen haben, sieht im Prinzip aus wie ein zu schlank geratener
Mähdrescher. Vorne mit Schneidwerk dran, ganz normal, wie beim Mähdrescher auch. Aber das war eigentlich bloß zum Schneiden gewesen. Der hat dann direkt das Heu in Schwaden hinten rausgeworfen. Ich glaube, sieht ein bisschen aus wie der Jaguar von Klaas. Der sieht halt mehr aus wie die... Sag mal so, der Jaguar ist halt die Raubkatze von der Optik her und die Dinger von Fortschritt sind das Hausmietzekätzchen, was unter Freude leidet. Von der Optik her, also ganz schlanke, stelzige Dinger sind das gewesen. Kriegen wir mit dich den Düngerstreuer gezogen? Testen wir es doch mal. Sonst vergesse ich es doch wieder. Ich kenne mich doch. Na geht. So, machen wir den mal voll. Kostet was alles Kohle, aber scheiß drauf. Genau, das war wirklich auch der Grund, warum ich eher den genommen habe als den anderen. Der andere zum Anhängen, der war, ich glaube, weitaus, also hat nicht mal das Doppelte gekostet von dem. Also der hier, rosa Kipper, Kupper, Flügel, der hier, kostet nicht das Doppelte, hat aber das Doppelte an Streuweite. Aber ich glaube, der war zu schwer. Also er wäre mir zu schwer gewesen für den Roten. Und so können wir jetzt noch gemütlich die Runde düngen, während der Große am Sägen ist. Dann hat es mich schon erledigt. Haben ein bisschen Zeit rumgekriegt. Und hoffen auf unsere schönen 90.000 für den Ladewagen. Noch besser ist es natürlich, wenn wir später Kühe haben und dass wir die Schafe Mist produzieren. Also wenn wir die Kühe haben für Mist und Gülle, dann brauchen wir wenigstens für den Dünger nichts bezahlen. Weil dann haben wir ihn. Weil unsere lieben Tierchen den produzieren. Okay, bei Mist hat man halt den Nachteil, in Anführungsstrichen, dass man Stroh im Stall ausstreuen muss. Wobei ich immer nicht weiß, wie das gehen soll, weil ich nicht weiß, wie man die Maschinen da reinkriegt. Ich hab's noch nicht getestet. Der Profi-Hopper. Wir akzeptieren erstmal, aber... Also ich habe ja gemeint, oder hab auch angesprochen, dass wenn man sich zu... Also dass die Zeit abläuft. Wie ihr oben in der Uhr seht, die Zeit läuft noch nicht. Die fängt auch richtig an erst zu ticken, wenn wir... mit der Mission anfangen, mit dem Rasenmähen. Aber... Wenn man sich zu viel Zeit lässt mit dem Start der Mission, kann es vorkommen, dass die Mission auch beendet wird. Deswegen, hier stehen wir nicht im Weg. Das Düngen eilt nicht. Wir müssen zum Golfplatz diesmal. Und diese knappen 5000, da sind wir nämlich schon bei 80. Warum sollten wir uns die nicht holen? Ne? Da stimmt ihr mir doch bestimmt zu. Und weil heute ein Dienstag ist, mähen wir mal in die andere Richtung. Hey. Neue Runde, neues Glück. Wer will noch mal, wer hat noch nicht. So schön, wie es auf dem Rummel oder auf der Kirmes, wie man ja hier im Westen sagt, heißt. Ich hasse Rummel. Das Einzige, was sich lohnt, um auf den Rummel zu gehen, ist Zuckerwatte. Wenn nicht die Tüte 5 Euro kosten würde, gefühlte. Sind vielleicht nur 2, aber trotzdem viel zu teuer dafür. Das ist das Einzige, warum ich auf eine Kirmes gehe. Oder auf den Rummel halt. Die gezuckerten Erdbeeren und, oder die mit Schoko-Erdbeeren und Zuckerwatte. Alles andere ist langweilig. Vielleicht noch, wenn so ein Stand ist mit Luftgewehr schießen. Das macht auch noch Spaß. Aber ansonsten... Beim Luftgewehr schießen braucht man die ersten 5 Schuss vielleicht, um sich einzugewöhnen, wie krumm die Knarren sind oder die Visiere. Zuckerwatte kostet eh schon zu viel. Ja, und alles andere jetzt mal ganz im Ernst.
Weihnachtsmarkt ist ja schon wieder die Zeit bald. Einmal schon Anfang November. Weihnachtsmärkte. Also ich gehe ungern auf Weihnachtsmärkte hier bei uns in der Gegend. Ich habe ja schon gesagt, ich komme aus der Nähe von Köln. Hier in der Nähe ist ja auch der Siegburg. Da gibt es ja diesen schönen Mittelalter-Weihnachtsmarkt. Jedenfalls heißt es mal der schöne Mittelalter-Weihnachtsmarkt in Siegburg. Für den Arsch. Das war ganz im Ernst. Der ist so lahmarschig. Wer von euch einmal in Lübeck auf dem Mittelaltermarkt war? Auf dem Mittelalter-Weihnachtsmarkt in Lübeck. Ja. Der weiß, wovon ich rede. Wenn ihr schon mal beide besucht haben solltet. Echt. Also Lübeck ist fast der ganze Stadtkern, hat man das Gefühl, ein kompletter riesiger Weihnachtsmarkt. Komplett auf Mittelalter getrimmt. Natürlich gibt es dann die typischen Glühweinbuden. Aber Werkzeugschmiede, Waffenschmiede, da ist sogar ein Lederer gewesen, als ich das letzte Mal da war. Der ist so geil. Der ist richtig, richtig cool. Das Ding in Siegburg ist so lahm. Ich finde den so lahmarschig. Der hat vielleicht 4-5 Stände. Der ist viel zu teuer, finde ich. Gerade diese Weihnachtsmärkte sind viel, viel zu teuer, dass man da überhaupt hingeht. Oder warum ich da überhaupt hingehe, ist noch eine andere Frage. Vielleicht einfach nur, weil es Spaß macht. Aber Glühwein schmeckt eklig. Ja, die Bockwurst kostet zu viel für das, was das ist. Dementsprechend. Also solche Dinger, weiß ich nicht. Ich gehe immer wieder jedes Jahr aufs Neue dahin, aber reg mich jedes Jahr aufs Neue drüber auf, wie teuer der Scheiß doch ist. Hier kriegt man viel mehr Kohle. Ist das Feld hier viel kleiner? Ich weiß es nicht. So, abschalten. Du bist noch dabei? Sehr schön. Ja, sind wir schon bei 81.000, ne? Noch zwei so eine Dinger und wir können uns schon den Ladewagen leisten, um überhaupt irgendwas wegzubringen von unserem im Silo befindlichen Gedöns. Das ist doch geil. Mach mal PDA wieder aus hier. Nervt ja. Schluss weg. Sollten wir nicht irgendwann Regen bekommen? Waren wir nicht so? Oder haben wir diesen Donnerstag, den besagt, noch gar nicht erreicht? Ist halt immer schwierig, weil wenn man im Singleplayer unterwegs ist. Wo hatte ich denn da geguckt? Das ist ein Montag. In 6 Tagen. Hilfe! Weg da. Aber es war doch ein Donnerstag. Ich irre mich doch nicht, oder? Egal. Da. Da. Weg. Und aus. Ja, ist ja eh gerade hier nichts los. Da würde ich mal sagen, parken wir mal schnell unseren Düngestreuer. Packen das Gewicht noch weg. Los. Los. Und runter und weg. So, das Gewicht kann auch noch ab. Das ist nur instabil. Haben wir zufällig noch Eier rumliegen? Da. Wir haben das 15 mit Dash, aber wenn da noch eins rumliegt, nö. Weil würde ich sagen, bringen wir jetzt noch schnell die Eier weg. Zum Ende dieser Episode. Und kümmern uns in den nächsten zwei. Ja, ist sehr gut, du Oller Gockel. Und kümmern uns dann in den nächsten Episoden darum, das Feld wieder abzuernten. Und noch ein bisschen Rasen zu mähen. Mit viel Glück, wie gesagt, kriegen wir unsere 90.000 komplett. Und dann haben wir schon mal Ladewagen. Dann können wir auch wieder Weizen. Das finde ich geil, wenn die einen großen Ausverkauf haben. Dann kommen diese Dinger da. Die Luftballons. Hey. Cool. Das sieht geil aus. Hätte dieser Sonderangebotstünnis mit den Anhängern nicht kommen können, wo wir uns einen Anhänger gekauft haben? Wir haben bestimmt Kohle gespart. Los, 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 fahr! Halt, da lang. Und da lang. Und stopp. So, und Freunde, gut, und klick, kling. So. Mit
dieser letzten Aktion verabschiede ich mich von euch für diese Episode. Ich hoffe, dass ihr am Freitag wieder reinschaltet. Müsste jetzt für Freitag die Episode sein. Freitag wieder reinschaltet, wenn es wieder heißt Abenteuer auf dem Bauernhof mit dem kleinen grün-gelben Traktor. Also, bis dann. Tschö.